Ja, willkommen zurück. So, ich denke, meine Idee, Ghoul als Blitzableiter zu benutzen, ist gar nicht mal so falsch. Nur leider fehlt uns da irgendwie noch was. Irgendein Gefäß, eigentlich fehlen uns mehrere Gefäße, weil Diesel haben wir hier jetzt ja auch so weit schon da. Wir können es bloß nicht mitnehmen. Wo fahren wir denn hin? Am Nordpol? Sagen wir, fahren mal nach Porta Fisco, oder? Gucken uns hier noch mal um. Vielleicht hat der sowas wie eine Schale. Nee, der hat ja auch nichts. Reden wir noch mal mit Ich ihm. sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin. Okay, oder auch nicht. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Tja. Mit dem blöden Klopfzeichen kommen wir auch nicht weiter. Na, wir gehen noch mal rein. Mal gucken. Irgendwas muss da ja funktionieren. Plus, minus, plus. Was wir aber schon mal machen können, was 100 Pro dahin gehört, ist der Stromumkehr. Der gehört bestimmt da rein. Passt. Fisch hier vielleicht grillen? Ich kann später noch grillen, auf den glühenden Trümmern des Organon. Will ich mit dem Das hier habe ich mir bereits so Plan? geangelt. Nee, also plus. Minus plus. Ich weiß nicht, was wir damit anstellen sollen. Ich will es aber auch nicht überspringen, auch wenn wir es könnten. Plus, minus, plus. Nee, warte mal. Falsch, Aber falsch, Moment, nochmal. verdammt. Also. Klopf. Klopf. Tok, tok. Tok. Falsch, aber falsch, verdammt. Oh, Ich bin. Nochmal. Tok. Talk. Talk. Falsch, aber falsch, verdammt. Ich, also der kloppt irgendwie zurück, habt ihr das gesehen? Falsch, aber ich falsch, weiß es nicht. verdammt. Es ist auch ziemlich schwierig zu sehen. Das muss ich echt zugeben. Also. Machen wir mal tok, tok, tok.
Zweimal? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich glaube, das ist hier so schlecht zu sehen, weil das hier so extrem kurz aufleuchtet. Also, tock, tock, tock. Machen wir fünfmal. Wie oft kümmern wir einfach hier... Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Okay, also, wir klopfen fünfmal. Nein, warte mal. Mach nochmal. Wir müssen... Warte mal, wenn wir jetzt einmal klopfen. Dann ist es erstmal plus, ne? Also, das heißt, es ist jetzt zweimal, oder? Hat jetzt einmal Klong gemacht. Das machen wir zweimal. Tok, tok. So, und jetzt haben wir ein Problem. Ich müsste mit negativ klopfen. Und wir fangen nochmal an. Verlassen. So, passt auf. Also, 1, 2, 3. Dreimal ist, glaube ich, ganz gut. So, das müssten wir viermal klopfen. 1, 2, 3, 4. So, dreimal abziehen von 4 macht 1. Und aus 1 nochmal 4 mal jetzt gemacht, müssen wir 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Sag jetzt ja nicht falsch. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Hey. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus? Bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Klar, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Hey. Na sowas. Ruvusch. Sehr gut. Toni. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja. Die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Ja, okay. Ah, ein Kanister. Flupp, damit kriegen wir schon mal Benzin. Das würde ich gerne mitnehmen. Eine Durchreiche. Was gibt's hier noch Schönes? Eine Schleuse. Ein Hebel. Salana Iyung Ayeses. Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Okay. Machen wir dazu. Gerümpel. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Tja, okay.
Reden wir nochmal mit den Delfinen. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Tja. Reden wir doch mal mit diesen Delfinen. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Gut, gucken wir mal den Durchreicher. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Die nette junge Dame, okay. Ach, hier geht's auch noch weiter. Nach hinten. Wir reden erstmal mit Janosch, oder? Hey, Janosch. Ah, Rufus. Tod dem Organon und so. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wir Erfolg haben. Mit lustigem Aufdruck. Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gagdonne. Nie gehört. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst. Sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Beachard zu bestellen. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Shopomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Donna ist untergetaucht. Da wünschte ich fast, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Bitcha auch sehr lecker. Okay, darum müssen wir wohl in den Gadget-Shop. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Bobel? Igidigid, aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Und stehen sogar langsam die Duftbäume aus. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution. Und so. Ja, da müssen wir mit der Toni reden. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja. Meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe.
habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen- und mit Feuerbällen auf Retter-Werfen-Syndrom. Nenn es, wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rufus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolke zu leisten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Ja, was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut, schon gut. Nein. Wir haben nichts Böses vor. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Ah, schön. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Toni, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut. Aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh,
Seht mich an! Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch. Vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut. Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Ich weiß, wie die Delfine aufmuntern können. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh oh. Oh, die Hero Pressure was nochmal. You were killed by an ugly dragon. Du wurdest von einem hässlichen Drachen getötet. Okay, vielleicht doch nicht. Wir gehen mal nach da hinten. So, was gibt's denn hier hinten? Schönes. Oh, wir sind da drüben. Können wir mit dem reden? Nee. Oh, ein Gullideckel. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Tja, Und wie? Ah, eine Banane. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Okay. Vielleicht, wenn wir... Ich weiß nicht. Wir brauchen ein bisschen Öl, oder? Das heißt, wir müssen doch zurück. Jetzt haben wir den Kanister, jetzt können wir Öl holen. Da werden wir doch jetzt mal zurück nach Isla Obacht. Können wir das Ding hier auch anschmeißen, was auch immer das Ding machen wird. So, auf zum Kutter. Schade, ich dachte, es würde reichen, wenn wir Toni zu Weißblut bringen und sie uns ein paar Knochen bricht. Dass uns der hässliche Drachen dann gleich ganz tötet. Da. Isla Obacht. So. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. Ich wollte sagen. So, wir haben Diesel. Dann gucken wir mal. Wieder zurück. Und zurück nach Porta Fisco. Nee, Quatsch. Da. So, jetzt befüllen wir erstmal das Ding da. Damit das Ding hier leben lässt. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Nee, einer meiner Lieblingsbäume. Okay, ich weiß jetzt nicht warum, aber... Ja, warte mal. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Nein! 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 Nein. Wie
wie sie sich freuen. Tja. Tschüss. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Ja, das hatten wir auch schon, oder? Auch einer von Janos kleinen Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Tja, aber Duftbäume sehe ich gerade. Welche nette junge Dame denn? Da, ein Duftbaum, her damit. So, jetzt haben wir jede Menge Duftbäume. Was machen wir mit den Duftbäumen? Weide. Wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Ja. Der Duftbaum riecht nach Weide. Ach, was soll's. Man soll eh keinen Regenschirm bei Gewitter aufspannen. Haha. Sehr gut. Ghoul, kommst du bitte mit? Wir müssen damals... Hoffentlich reicht das jetzt schon. So, hallo Ghoul. Könntest du mal diesen tollen, kaputten Regenschirm mit Duftbäumen kurz mal halten? Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Schade. Das war es also auch noch nicht. War wahrscheinlich wirklich dieses Bassin mit den Delfinbabys. Dafür müssten wir es aber erstmal zu Katzenfutter verarbeiten, ne? Da kommen wir gerade auch nicht weiter. Einmal zum Nordpol. Aber hier ist auch nichts mehr, oder? Gibt's mal noch einen Wasserhahn? Aber der bringt uns, glaube ich, nichts. Nein. Am schwimmenden Schwarzmarkt? Auch nicht. Also doch zurück hier nach Potter. Pisco. Vielleicht können wir den Köderfisch ja den Delfinbabys geben. Komm, Fischi, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Oh, ich habe eine Idee. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Ja, den haben wir. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfindompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. So, Thunfischdosen. Planschbecken. Aha, jetzt haben wir alle zusammen, oder?
Schnell weg, bevor die Tuni mitkriegt, dass die Delfine nicht mehr da sind. Die Delfin-Babys. So. Gehen wir auch raus. Und auf den Kutter. Ja, und jetzt sollte das dann hoffentlich funktionieren mit dem Blitzableiter. Zack. Zack. Das Planschbecken. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. So. Jetzt pumpen wir den noch voll. Na super. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. Ja. Hallo, Gohl. Kannst du noch mal diesen Regenschirm halten? Kannst du dich noch mal in das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Okay. So. Dann wollen wir mal. Aua. Tja. Thunfischstoßen ins Planschbecken tun. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Okay, wir probieren es nochmal. Dann wollen wir mal. Wollt ihr nicht, oder? Ha. Es funktioniert nicht so, wie ich mir das denke. Aua. Alles gut bei dir? Alles supi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gespannt ich bin. Glaub mir, du wirst noch viel gespannter sein, wenn mein Plan funktioniert. Hui, wie schön. Es wird eine elektrisierende Erfahrung für dich. Ich freue mich so. Die Erkenntnis wird dich sozusagen wie ein Blitzschlag treffen. Wie war das? Das, vergiss es einfach. Wie waren noch gleich diese Gewittertipps? Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Aber... selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Das heißt, wir brauchen noch die Lottozahlen. Fliegst. Ja, okay, dann kommen wir trotzdem nicht weiter. Ärgerlich. Lottozahlen, das wurde uns der Dings aber nicht verraten. Ne? Tja, da müssen wir in der nächsten Folge wohl nochmal überlegen. Wir haben es aber fast. Aber eben nur fast. Tja. Gut, schauen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.